Mögen Sie Fischstäbchen? Ja, natürlich. Ja. Ich esse lieber eine schöne Scholle oder ein anständiges Stück Fisch. Ne? Welche denn? Die von diesem Seemann da. Von Captain Iglo? Hm? Preis. Wenn man halt nicht so viel Geld zur Verfügung hat, dann macht man halt lieber so einen Fisch als einen frischen Fisch, weil der teurer ist. Frische Versprechen. Es schmeckt einfach nicht. Nehmen Sie mal Brokkoli aus der Truhe, der schmeckt wie eingeschlafene Füße. Komplette Ernährung, tiefgefroren, super frisch, lecker. Öko-Image. Es ist für uns wichtig, dass das Ökosystem nicht geschädigt wird. Fischherkunft. Woher kommt das Fischstäbchen? Aus dem Supermarkt. Man sagt ja immer, der Müll aus den anderen Fischsorten. Der Iglo Frosta-Check. Sommer in Magdeburg. Bei Jennifer und Thomas und ihren Kindern Charlotte und Jakob. Und deswegen sind wir hier. Fisch mit Panade. Genau. Ist ja praktisch. Und dann Nuggets essen wir alle sehr, sehr gerne. Und das müssen die von Iglo sein, oder? Ja. Auch Charlotte findet überall was für sich. Ihre Eltern arbeiten beide als Altenpfleger. Da muss es mit dem Essen oft schnell gehen. Na, wir arbeiten eigentlich immer entgegengesetzt, dass denn einer bloß mit den Kindern alleine ist und der andere muss arbeiten. Für uns ist es einfach mal praktisch. Jeden Tag? Na, jeden Tag nicht. Es gibt auch mal Tage, wo es bloß Stulle gibt. Manchmal. Also 4 Tage eigentlich. Ja, 4 Tage würde ich auch sagen. Doch. Fischstäbchen? Ja! Also los, nichts wie ran. Fischstäbchen und Pizza. So. Dankeschön. Bitteschön. Ja. Ja. Ich arbeite nachts, ich brauche Energie und da muss ich auch was Schönes essen. Und da liebe ich wirklich, also Pizza, Baguettes, hier so Schlemmerfilet. Noch ahnen sie nicht, was wir mit ihnen vorhaben. Es wird ihnen nicht gefallen. Ich vermute, ohne Tiefkühl geht es nicht. Nee. Nein, es muss jetzt 3 Wochen ohne gehen. Nee. Drei Wochen. Ich zieh aus. Viel Spaß. Nein, du bleibst hier. So. Sicher ist sicher. Wir kleben unseren Kühlschrank. Ab heute wird frisch gekocht. Oh nein. Frisches Gemüse kommt hier in Köln einmal die Woche direkt ins Haus. Im Hause Liebehänze stehen nicht nur die Hamster auf Grünzeug. Jeden Tag wird frisch gekocht. Frische Gemüse sind immer schwerer, also Artischocken sind da ein gutes Beispiel. Wenn du eine frische Artischocke willst oder auch der Brokkoli, das fühlt sich halt einfach sehr fest an und auch ein bisschen schwerer. Heute gibt's Gemüsepfannkuchen. Wenn man es entspannt macht, sind 1,5 Stunden realistisch. Also das braucht halt wirklich viel Zeit. Die Zutaten fällt frisch. Mit allem drum und dran. Ich liebe Schnecken. Ich weiß. Papa Volker freut sich schon aufs frische Essen. Und tiefkühl? Wenn man eine Verpackung aufmacht oder so und das, was einen da anstarrt, irgendwie ein bisschen aussieht wie Hundefutter, dann ist das was anderes, als wenn ich weiß, das kommt von einem Hof oder von einem Acker, den ich schon mal gesehen habe. Auch hier ahnt keiner, was ihnen droht. Bis jetzt. Ihr sollt 3 Wochen tiefkühl essen. Och, nee. Das ist kalter Entzug. Ja. Genau. Und deshalb wird das frische Gemüse einkassiert. Furchtbar, ich werde es vermissen. Einmal angucken? Ja. Oh. 3 Wochen tiefkühl, 3 Wochen Iglo und Frosta. Oh je. Werden sie es durchhalten?
kann eigentlich nicht so schwer sein. Das Tiefkühlangebot ist riesig. Und die Hersteller versprechen sogar einen Qualitätsvorsprung. Außerdem Erntefrische auf Vorrat. Die Deutschen scheinen ihnen recht zu geben, essen dreimal so viel Tiefkühlkost wie vor 30 Jahren. Besonders beliebt bei Frosta, Barmi Goreng, die Gemüsepfanne Toskana oder Paella. Und Iglo ist bekannt für Fischstäbchen, Schlemmerfilet und Spinat. Hallo. Marc. Hallo. So soll's werden? Ja. Das ist das große Ziel heute. Seit Jahrzehnten auf jeder Packung Captain Iglo. Reporter Marc macht heute den Selbstversuch. Wie sehr zieht der alte Captain bei den Kunden? Die Maskenbildnerin vom WDR wird ihn in 2 Stunden 40 Jahre älter machen. Auf ihn warten Fischstäbchen, die von Ja. Kostenpunkt 1,39. Und die von Iglo, Normalpreis 2,99. Aber wir schummeln. Füllen in die Iglo-Packung auch die Fischstäbchen von Ja. Wird unsere Schummelei auffallen? Bei dem Preisunterschied sollte man das meinen. Erster Check. Der Preis. Hier wird gleich gebrutzelt. Ja, gegen die angeblichen Iglo-Fischstäbchen. Reporter Marc. Das Alter? Kommt schon fast hin. Fehlen nur noch der weiße Rauschebart und die Perücke. Jetzt gehst du mal mit deinen beiden Zeigefingern unter die Stirn drunter. Und die Verwandlung ist perfekt. Auf zum Markencheckstand. Hier brutzeln jetzt die falschen Iglo-Fischstäbchen in der Pfanne und werden vom Captain persönlich überwacht. Daneben die gleichen Fischstäbchen, nur mit dem richtigen, dem Ja-Logo. Werden sich die Tester von Captain Iglo beeinflussen lassen? Die sind besser. Der Fisch ist fester. Also ich schmecke ganz ehrlich nicht so den Unterschied. Das Original. Nicht wirklich, aber der Glaube daran bewirkt offenbar Wunder. Das schmeckt mehr nach Fisch, hat mehr diese Knusprigkeit oder wie man das auch nennt. Durchschauen so wenige unseren Trick? Wir fragen weiter. Welches Fischstäbchen war besser, Iglo oder Ja? Welcher Marke geben Sie Ihre Stimme? Iglo. Ich lebe alleine und bin ich so ein bisschen auf die Markenartikel fixiert. Er weiß, warum Captain Iglo die Leute so für sich einnimmt. Der Kapitän ist durch seine Meer-Wasser-Schiff-Verbundenheit eben auch eine Symbolfigur, die sehr, sehr nah dran ist am Fisch. Wie nah es am panierten Fisch dran ist, das lassen wir mal dahingestellt. Schnell sind die Fischstäbchen alle und unsere Walurnen voll. Das Ergebnis? 38 Personen fanden das Ja-Fischstäbchen leckerer, aber 102 waren für Iglo, obwohl es die gleichen Fischstäbchen waren. Es waren beides das Discount-Fischstäbchen, es war beides von Ja. Ach, wirklich? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, wirklich nicht. Sie wollen mich wohl veräppeln. Was meinen Sie, woran hat das gelegen, dass Sie reingefallen sind? Weiß ich nicht, Kopfsache, ja. Oder wegen dem netten Captain, ja, richtig, das kann natürlich auch sein. Captain Iglo. An diesem Mann liegt das. Es, nein. Und Captain Iglo steht neben mir. Alles. Also, ist wirklich sehr lecker. Experiment gelungen. Es ist ein toller Beweis dafür, dass Marke sich über Vertrauen definiert. Je stärker das Vertrauen, umso stärker die Marke. Und wir haben heute gesehen, dass Iglo paniertes Vertrauen ist. Na dann. Zurück zu unserem Familiencheck. Maike muss jetzt Tiefkühl kaufen. Ist sonst nicht ihr Ding. Gibt's Sonderangebote? Bei Frosta oder Iglo entscheidet für mich als Mutter quasi, die viele Mäuler stopfen muss, das Angebot.
Und wenn's kein Angebot gibt? 12 Produkte von Iglo und Froster zum Normalpreis gegen vergleichbare von der Billigkonkurrenz. Und die Marken sind 144% teurer. Aber weil sie oft im Angebot sind, ist der Unterschied meist kleiner. Eine Tüte reicht auf keinen Fall bei 5 Leuten, die davon, also bei uns auf jeden Fall nicht. Und das machst du dir blöde gekauft? Total lecker. Total lecker, genau. Immer positiv denken. Doch, schmeckt trotzdem. Und in der Tat, Froster kann Maike positiv überraschen. Ist es vorgekocht? Nein, es ist einfach nur eingefroren. Okay. Und das hier haben unsere Magdeburger eingekauft. Alles frisch. Oh, der duftet aber. Der gesamte Einkauf jetzt, das alles zusammen, hat schon 23 Euro gekostet. Stehen mir eigentlich eher die Tränen in den Augen. Die Aufgabe für Thomas und Jennifer, 2 Tiefkühlgerichte frisch nachkochen. Und zwar genau die, die es heute bei unserer Kölner Familie von Iglo und Froster gibt. Schlemmerfilet Italiano und Gemüsepfanne Toskana. Und Achtung! So. Schlemmerfilet XXL. Erstmal der optische Vergleich. Schlemmerfilet mit Gemüse selbst gemacht und von Iglo und Froster. Und der Preis? Iglo kostet regulär 2,89 Euro. Unser frisches Schlemmerfilet 5,73 Euro. Alle Zutaten aufs Gramm runtergerechnet. Die Gemüsepfanne von Froster 2,49, frisch 3,29. Fassen wir zusammen. Iglo und Froster sind teurer als die Tiefkühlkonkurrenz, aber günstiger als frisches Essen. Unser Checkurteil: Der Preis bei Iglo und Froster ist vertretbar. Wir sind bei Froster in Bremerhaven. Hier werden gerade Pappardelle Creme Spinaci gemacht. Mit Tomaten, die ganz frisch sein sollen. Wo kommen die jetzt her? Haben die ihren Weg hier gefunden? Ja, die haben ihren Weg aus Italien hergefunden. Die kommen dann quasi tiefgefroren schon zu Froster. Genau, so wie sie hier liegen, so kommen sie auch zu uns. Tausende Tüten am Tag für Supermärkte in ganz Deutschland. Das hier sind die Kräuter für Frosters Schlemmerfilet. Und die kommen in diese Soße. Wie natürlich ist das alles? Das Besondere bei Froster ist, dass wir komplett auf alle Zusatzstoffe verzichten. Also alle E-Nummern, die man irgendwie so mal gehört hat, kennt, die werden eben bei uns nicht eingesetzt. Wir verstehen uns eben mehr als Restaurant und nicht wirklich irgendwie als Fertiggerichthersteller. Zweiter Check, das frische Versprechen. In Köln wird jetzt das erste Tiefkühlessen ausprobiert. Iglos Schlemmerfilet Italiano und Frosters Gemüsepfanne Toskana. Lasse hat nichts zu meckern. Weil es so lecker ist. Was ist daran lecker? Der Fisch und das Gemüse und die Soße, finde ich. Und eigentlich alles. Besser als wenn das aus der Gemüsekiste gemacht wird? Richtig gut. Ich bin jetzt nicht so begeistert wie Lasse. Also eigentlich ist es mir egal. Also es wäre schon gut. Also es ist nicht schlimm, wenn es morgen nochmal gibt. Aber richtig wünschen tue ich mir das nicht. Also unentschieden nach dem ersten Tag. In Magdeburg gibt's das Gleiche, frisch gekocht. Thomas findet, es kann mit Iglo mithalten. Aber? Also Schlemmerfilet schmeckt noch ein Stück anders. Im Münsterland ist Steveraunfest. Nicht weit entfernt von Iglos Spinatfeldern. Perfekt für unseren nächsten Geschmackscheck. Kann hier jemand frisch einen Rahmspinat kochen, der Iglo schlägt? Sternekoch Björn Freitag hilft. Die haben ja wahrscheinlich alle ein eigenes Rezept, so, oder? Ja. Okay. Die Zuschauer sind die Jury und die Herausforderer optimistisch. Ich schlage Iglo, weil es am besten schmeckt, wenn man es frisch macht. Ich schlage Iglo, weil ich den Spinat ganz individuell zubereite, so wie ich ihn gerne esse.
Also beim Spinat hat man immer zweierlei Möglichkeiten. Entweder man blanchiert ihn erst, ja, und verarbeitet ihn dann zum Beispiel mit Rahm, oder man schwitzt ihn einfach nur an. Zum Beispiel wie die Damen das hier machen mit ein bisschen Olivenöl und Zwiebel. Leicht gesagt, denn die erste Panne ist schon passiert. Nee, die musst du wegtun. Die ist zu dunkel. So, da war schon die Butter schwarz. Ihn gilt es zu schlagen, den mit dem Blub. Direkt aus der Packung, fertig in den Topf. Der ist zwar aus der Packung, aber der schmeckt auch sehr frisch. Alles frisch? Hier kommt er her, der Iglo-Spinat. Ist Zeit da wichtig? Sehr wichtig, ja. Also das geht alles hier auf Bestellung. Ich darf nur ernten, wenn auch Spinat gebraucht wird. Und sobald der Container voll ist, ich das Netz drauf habe, sollte oder muss auch ein LKW hier stehen und den Spinat direkt in eine Fabrik fahren. In der Fabrik tickt die Uhr weiter. Soll ja alles frisch bleiben. Und hier kommt er dann rein, der Blub. Hier ist die Stelle, wo die Hochzeit vom Blub und dem Spinat ist. Und genau hier an dieser Kreuzung treffen sie sich und gehen dann in den Mischer rein. Fertig fürs Einfrieren. Eher den aus der Truhe oder den frischen? Ja, den aus der Truhe. Warum? Weil da mehr Nährstoffe drin sind. Tiefkühl ist genauso gut wie das Frische. Was glauben Sie, wie lange halten sich da die ganzen Vitamine und so weiter? Ich nehme an, dass sie da drin bleiben. Solange der Spinat eingefroren bleibt, bleiben die Vitamine drin. Solange, wie es draufsteht. Und noch ein bisschen länger. Wirklich? Halten Vitamine in der Truhe so lange? Um das zu checken, haben die Westfälischen Nachrichten für uns einen Aufruf gestartet. Mit dem Markencheck Tiefkühllaster geht's zu den Lesern. Unser Checkpartner hat gefragt, wer hat noch alte Tiefkühlware? Hallo! So, ich wollte mal bei Ihnen in die Tiefkühltruhe schauen. Ja, und Sie essen rein. Was interessant sein könnte, wären diese 8 Kräuter von Iglu. Und zwar, ich habe gesehen, Verfallsdatum oder mindesthaltbar bis Ende April 2014. Würden Sie die noch benutzen? Meinen Sie, die sind noch frisch? Ich würde die noch benutzen, ja. Die Suche geht weiter. Hallo. 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 Glauben Sie denn, dass dann da die Vitamine noch drin sind? Ja, die sind noch drin. Alle? Größtenteils schon. Es wird gewisse Verluste geben. Gewisse Verluste? Ein Labor soll das für uns prüfen. Das Iglo-Versprechen auf der Spinatpackung: Vitaminschutz. Wir wollen wissen, wie viel Vitamin C ist in den eingesammelten alten Iglo-Produkten noch drin? Und wie viel, wenn sie neu sind? Zum Vergleich übrigens auch frisches Gemüse. Kann Iglo da mithalten? Zurück zu unserem Spinatwettbewerb. Wer kann Iglo beim Geschmack schlagen? Der war so. Der war gut gewürzt, ne? Der war, fand ich, am besten gewürzt. Genau, der war. Spinatig. Iglo. Iglo. Immer wieder, welcher schmeckt am besten? Dann geht's ans Auszählen. Das überraschende Ergebnis: Der Tiefkühlspinat teilt sich Platz 1. Keiner schlägt Iglo. Drei Gleichstände. Mensch, hast du gut gekocht. Ja. Ja, ich bin erleichtert. Ja, ich bin überrascht. Gegen Iglo anzukochen war nicht so einfach. Verliere da ja auch immer, wenn ich das meinem Sohn anbiete. Und die Verlierer? Mir hat meiner heute auch nicht geschmeckt. Ich war nicht so überrascht, weil ich habe dem Fertigspinat schon viel zugetraut. Ja, weil der ist halt sehr gefällig. Ne? Der hat keine Ecken und Kanten irgendwie. Der ist weich, der ist zart. Zurück zu unseren Familien. Es gab heute diese wunderbare Gemüsepfanne Karibik. Da gab es hinten ein Rezept. Raffiniert karibische Pfanne mit Garnelen. Ich habe mich nicht ganz ans Rezept gehalten. Aber ich habe noch dazu Tiefkühlgarnelen gemacht. Und ich fand es super lecker. Das sieht aus wie ein besseres Kantinenessen, würde ich sagen. So ungefähr stelle ich mir ein Kantinenessen vor. Ich werde es mal probieren. Unheimlich salzig. Und nicht unbedingt so, dass ich das Gefühl habe, diese Frische haut mich einfach um. Ich fand es so ein bisschen.
Das war schon bei dem gesamten Tiefkühlessen so, dass das einfach nicht fest schmeckt. Für die Kinder mache ich hier? Versuche ich Nuggets, solche Hähnchen-Nuggets, mehr oder weniger nachzumachen. Und für uns habe ich Roastbeef gekauft beim Fleischer. 2 Scheiben für 12 Euro. 90. Schnäppchen. Lala, Gartenkreise schmeckt ja lecker. Schmeckt gut, Jacke? Und Lotti? Aber da war doch noch was, unser Vitamin-C-Check. Wie hat sich das alte Tiefkühlgemüse gehalten, das wir eingesammelt hatten? Die Sachen wirken sensorisch noch in Ordnung, keine Abweichungen. Es ist auch kein Schimmel oder Ähnliches zu sehen. Aber der von uns neu gekaufte Iglo-Rahmspinat hat deutlich weniger Vitamin-C als der frische. Selbst nach einer Woche im Kühlschrank schlägt frisch immer noch Iglo. Und unser abgelaufener, alter Iglo-Spinat enthält kaum noch Vitamin-C. Jetzt die Kräuter. Iglo neu gekauft hat nur ein Viertel so viel Vitamin-C wie frische Kräuter. Nach einer Woche Kühlschrank ein ähnliches Bild. Und bei den abgelaufenen Iglo-Kräutern kann man das Vitamin C kaum noch messen. Iglo sagt, bei Vitamin C gebe es generell Schwankungen durch äußere Einflüsse. Und weil der Rahmspinat blanchiert ist, sei er nicht mit frischem Gemüse vergleichbar. Die Magdeburger Tiefkühlfans haben es geschafft. 3 Wochen frisch kochen. Wie war's? Es war schon lecker, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es war jetzt so super. Dass man das drauf bestehen hält, oder? Ja. Zum Anfang war es auch komisch mit der Tiefkühltruhe, aber jetzt mittlerweile, die ist halt zugeklebt und ja, es ist halt so. Es könnte auch so bleiben? Das ist nicht unbedingt. Okay, sind wir mal nicht so. Frisch schmeckt halt anders. Der typische Geschmack bei ihren Lieblingsgerichten aus der Truhe hat ihnen gefehlt. Auch unsere Kölner Familie wird jetzt erlöst. Nach 45 Fertiggerichten in 3 Wochen. Ich habe einfach alles gegriffen. Schon fast gar nicht mehr geguckt, worauf habe ich Lust. Das ist, glaube ich, so grundsätzlich der Durchschnitt, den es hier um die Ecke gibt im Supermarkt. Und da ist sie wieder, die Gemüsekiste. Endlich! Essen! Worauf hast du dich am meisten gefreut? Eigentlich auf alles, muss ich wirklich sagen. Kein Tiefkühl mehr. Erstmal nicht. Wenn man die Frische gar nicht mehr so richtig fühlt oder so, dann ist immer eine Packung aufreißen, ab in die Pfanne und es ähnelt sich sehr stark. Tiefkühl und frisch, es schmeckt einfach anders. Was nicht heißt, dass was schlechter schmeckt. Aber beim Vitamin-C-Gehalt, Iglos, Spinat und Kräuter, enttäuschend. Unser Checkurteil, das frische Versprechen von Iglo und Frosta ist übertrieben. Einen Fisch habe ich immer genauestens im Blick. Verantwortungsvoll gefischt muss er sein und frei von Zusätzen. Die heile Welt im Werbespot. Frischer Fisch gefangen von Captain Iglo, der auf die Umwelt achtet und uns allen ein gutes Gewissen beim Essen gibt. Auch Frosta gibt sich beim Fisch kompromisslos. Auf unseren neuen Fischprodukten. Nur aus nachhaltigem Wildfang. Keine Tricks, keine Geheimnisse. Nachhaltiger Fischfang? Was verstehen Iglo und Frosta genau darunter? Auf den Packungen finden wir ein Siegel, das soll einen umweltschonenden Fischfang garantieren. Frosta, die sagen, dass sie überall immer MSC haben. Wie umweltfreundlich ist dieser Fischfang wirklich? Wir fliegen ans andere Ende der Welt. Zu einem Unternehmen, das in der Beringsee für Iglo und Frosta Alaska-Seelachs fängt. Den Tiefkühlfisch schlechthin. Frosta nimmt uns mit auf ein Fangschiff. Wir treffen aber auch Greenpeace. Die Fischerei auf alle Fischarten, die hier stattfindet, ist eine der nachhaltigsten der Welt. Die Seelachsfischerei hier hat das MSC-Label. Gleichzeitig steht sie auf der roten Liste von Greenpeace. Für uns ist diese Fischerei nicht nachhaltig.
Dritter Check, das Öko-Image. Wir fahren stundenlang Richtung Norden. Denn da sollen riesige Fischschwärme unterwegs sein. Netz raus. Yeah. Und Kapitän Jeff starrt auf das Sonar. Wir haben nicht mal den größten Schwarm getroffen. Nur die Ruhe. Nach einer Stunde wird das Netz wieder hochgezogen. Und? Das ist wirklich sehr, sehr gut. Der beste Fang in diesem Jahr. Der lange Weg hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Good. 150 Tonnen Fisch mit einem Fang. Ist das alles wirklich nur Seelachs? Das soll Mary Strayer prüfen. Diese Fischerei ist eine der saubersten der Welt. Aber bei so großen Mengen ist immer auch etwas Beifang dabei. Und darauf müssen wir sehr achten. Gewicht, Größe, Geschlecht. Alle Daten ihrer Stichprobe meldet sie sofort an die Behörde. Gibt es zu viel Beifang, kann es sein, dass Fischen hier verboten wird. Auf jedem Schiff muss ein Beobachter wie sie sein. Klingt ziemlich nachhaltig, findet jedenfalls der Einkaufsleiter von Froster und formuliert für seine Produkte einen hohen Anspruch. Es ist für uns wichtig, dass das Ökosystem, das heißt das System hier, die Beringsee, in dem dieser Alaska-Seelachs vorkommt, nicht geschädigt wird, sondern dass wir das erhalten. Das Netz ist wieder im Wasser, aber diesmal füllt es sich nicht so schnell. Das zeigt auch ein Blick auf Jeffs Monitor. Ein roter Fleck ist ein Fischschwarm, erklärt er uns. Das sind wahrscheinlich 3 Tonnen Fisch. Aha, nicht genug? Nein. 3 Tonnen Fisch, nicht genug? Jackie Dragon von Greenpeace sagt uns, genau hier liegt das Problem. Heute mit der industriellen Fischerei geht man weiter und tiefer als je zuvor ins Meer, mit riesigen Netzen. Das kann enorme Auswirkungen haben. Greenpeace ist auf den Meeresboden getaucht, genau da, wo wir mit Froster unterwegs sind. Zufall. Hier liegt ein riesiges Unterwassergebirge mit vielen alten Korallen. Und so sieht es ein Stück weiter nach einem Fischfang aus, sagt Greenpeace. Der Boden gepflügt wie ein Acker. Die Fischereibehörde sagt selbst, die Netze berühren den Boden. Und zwar 44% der gesamten Fangzeit. Fischen direkt am Meeresboden, auch bei Froster. Müssen sie mit dem Netz tief runtergehen? Wie tief? Knapp über dem Meeresboden. Aber nicht die Korallenriffe machen Jeff die größten Sorgen. Diese Gegend hier ist voll von alten Krabbenkäfigen. Das ist das größte Hindernis. Und wir sind so nah am Boden. Wenn man einen Krabbenkäfig trifft, das kann dir das Netz zerreißen. Jeff wird nervös. Etwas stimmt nicht. Es ist passiert. Ein Krabbenkäfig kommt an Bord. Für Jeff die Frage, hält das Netz? Für uns ein Indiz, das Netz hatte wohl Bodenkontakt. Denn die Käfige stehen meist auf dem Meeresgrund. Froster sagt uns später, von einer großflächigen Zerstörung des Meeresbodens wüssten sie nichts. Nachhaltig sei so etwas nicht. Dann passiert noch etwas Unerwartetes. Ein Hai hat sich im Netz verfangen. Er kann gerade noch gerettet werden. Kurz darauf ein zweiter Hai. Er war mitten im Fang. Atmet noch. Das ist ein Lachshai. Ein Lachshai? Ja, das erkenne ich an der spitzen Nase und den Flossen. Ich weiß nicht, wie robust diese Haie sind.
Aber ich denke, sie werden ihn schnell zurückschmeißen. Ja, das hoffe ich. Wir fangen immer ein paar. Ein bis zwei bei jedem Trip. Die Crew lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Seelachs soll in die Tanks unter Deck und dort gekühlt werden. Klare Prioritäten. Ist das im Sinne von Froster? Dass wir zwei Haie dabei hatten, das ist schade. Es ist natürlich nicht willkommen, keine Frage. Aber es lässt sich nicht, das Risiko eines Beifangs dieser Art lässt sich nicht bis null reduzieren. Der Hai stirbt an Deck. Iglo und Froster setzen auf ein gutes Gewissen beim Einkauf. In Wirklichkeit steht die Natur oft nicht an erster Stelle. Unser Checkurteil, das Öko-Image von Iglo und Froster, ist geschönt. Das Sea Life Aquarium in Oberhausen. Hier sollen Kinder alles über Fische lernen. Heute schwimmt für uns mal einer mehr im Wasser als sonst. Der Fischstäbchenfisch. Woher kommt das Fischstäbchen? Aus dem Supermarkt. Aus welchem Fisch wird das Fischstäbchen gemacht? Weiß ich nicht. Aus dem Fischstäbchenfisch? Ja. Meinst du, den gibt es? Ja. Ja. Nein. Richtig, der hier ist es. Der Fischstäbchenfisch hat drei Rückenflossen, zumindest sieht es so aus. Das ist der sogenannte Dorsch. Und die Dorsche werden uns als Seelachs verkauft, haben mit dem Lachs aber nichts zu tun und kommen dann hinterher über die Panade und die Pfanne auf unseren Teller als Fischstäbchen. Wir machen ein Quiz mit den Packungen von Iglo und Froster und 3 Minuten Zeit für jeden. Die Zeit läuft. Woher kommt denn der Fisch? Ja, gute Frage. Nordsee irgendwo drum. Auf der Verpackung sind Hinweise. Da gibt es eine Rückverfolgung. Die können Sie nutzen. Nordostpazifik. Pazifik, wo ist der nochmal? Was heißt das? Ochotskisches Meer aus Russland. Mhm. Stopp. 3 Minuten vorbei. Woher kommt also dieser Seelachs? Gesetzt wird auf Alaska. Richtig. Die Nordsee? Falsch. Und Russland? Richtig. Wenn man den Verpackungen glaubt. So sieht der Seelachs in Bremerhaven aus. In Iglos Fabrik wird er zum Fischstäbchen. Hier produziert Iglo jedes Jahr 100.000 Tonnen Fisch. Keine Billigware, heißt es. Das ist der Moment, wo uns immer der Hut hochgeht, weil das sind keine Fischreste, das ist 100% Filet. Okay, aber woher bekommt Iglo die vielen Tonnen Fisch? Wir entdecken Kisten voller Rohware von Pacific Andes, einem Fischproduzenten aus China. Es gibt auch eine Verarbeitungsschiene über China. Ach so, okay. Und Froster, kaufen die auch Seelachs aus China? Ja, gibt man zu, aber nur 5%, heißt es. Der Vorteil, ein günstiger Einkaufspreis. Lebensmittel müssen eben auch in Deutschland einen gewissen Preis auch haben, sonst liegen sie wie Blei im Regal. Vierter Check, die Fischherkunft. In Brüssel findet eine große Fischmesse statt. Wir sind undercover unterwegs, geben uns als Fischeinkäufer aus. Hier tummeln sich Lieferanten aus aller Welt, viele aus China. Wir suchen nach Firmen, die Iglo und Froster beliefern, obwohl es auf keiner Verpackung steht. Wie kann das sein? Normalerweise liefern wir nicht direkt an Iglo, aber unsere anderen europäischen Kunden kaufen Seelachs, der dann am Ende doch bei Iglo als Endkunde landet. Undurchsichtige Lieferketten statt einfacher Rückverfolgung. Eine weitere Firma schwärmt von deutschen Kunden und rechnet uns vor, wie wir Hunderte von Euros pro Tonne Seelachs sparen könnten, wenn man Chemikalien verwende, um den Fisch künstlich aufzupumpen.
Es wäre natürlich besser, wenn Sie unbehandelten Fisch kaufen würden. Denn für Kinder ist chemisch behandelter Fisch nicht so gut. Ja, aber was kaufen Ihre anderen deutschen Kunden so? Supermärkte und Restaurants, die kaufen durchaus auch chemisch behandelten Fisch. Chemisch behandelter Fisch für den deutschen Markt? Auch für Iglo und Froster? Wir fragen nach weiteren Tricks und erfahren, es gibt offenbar Zusätze, die niemand findet. Das ist nicht kennzeichnungspflichtig. Die Hausfrau weiß das nicht. Und wenn sie den Mist in die Pfanne packt und es spritzt, dann kommt da Wasser raus und dann heißt es, oh, was ist das denn? Dann hat man 100 Gramm reingepackt und das sind nachher nur noch 75 Gramm. Der Rest ist Wasser. Ganz klar, Iglo lebt vom Namen. Schwere Vorwürfe gegen Iglo, die wir überprüfen wollen. Wir finden auch Pacific Andes, die Firma, deren Pakete wir in Iglos Fischstäbchenproduktion entdeckt haben. Man lädt uns ein nach China. Und wir stimmen zu. Aber erstmal recherchieren wir weiter und entdecken eine Studie der EU-Kommission. Demnach importiert Deutschland 60% des Seelachses aus China. Es handele sich dabei um günstigere, sogenannte Double-Frozen-Ware, zweimal eingefrorenen Fisch. Eigentlich läuft es so ab. In Alaska wird der frische Fisch direkt an Land filetiert, eingefroren und nach Deutschland geliefert. Doch speziell in russischen Gewässern sieht es anders aus. Der Fisch wird an Bord geköpft, eingefroren und nach China verschifft. Dort wird er aufgetaut, von Hand filetiert und später wieder eingefroren, um ihn nach Deutschland zu liefern, auch zu Iglo und Froster. Experten warnen, doppeltes Gefrieren schädige das Eiweiß. Diese beiden Gefrierzyklen geben dem Fisch mehr Schädigung. Und das ist der Hauptgrund, warum tiefgefrorene, doppelt gefrorene Ware in der Konsistenz schlechter ist, in der Regel, als einfach gefrorene Ware. Wir reisen nach China, wollen uns selbst ein Bild machen. Wie läuft das Auftauen der Fische ab? Im Hafen von Qingdao wird der Seelachs aus Russland angeliefert. Wir fahren in einen Vorort. Hier stehen die Fabriken von Iglos Fischlieferant Pacific Andes. Die Firma, mit der wir ja einen Termin hatten. Aber zuerst wollen wir mit Arbeitern ins Gespräch kommen. Schwierig. Die Wohnhäuser sind eingezäunt und überwacht. Überall große Angst. Viele haben Sorge, ihren Job zu verlieren. Wer über 50 sei, werde sowieso entlassen, sagt man uns. Und wer schlecht über die Firma rede, werde verprügelt. Ein Arbeiter berichtet. Wenn man hier ausgehen möchte, da gibt es eigentlich nichts. Wenn man Kinder hat, dann ist die Schulbildung ein Problem. Und wenn zu Hause mal was Dringendes ist, keine Chance. Das System lässt mich nicht gehen. Dabei sind wir doch Mitarbeiter hier und keine Gefangenen. Viele erzählen uns, sie arbeiteten bis zu 12 Stunden am Tag, bekämen 1,20 Euro pro Stunde. Wer schnell sei, bekomme etwas mehr. Jetzt wollen wir die Fabrik von innen sehen. Zu unserem vereinbarten Termin nehmen wir eine versteckte Kamera mit. Wird uns die Firma wirklich reinlassen? Ja, wir bekommen eine Werksführung. Und sehen, der Seelachs wird hier tatsächlich in gefrorenem Zustand ausgeladen. Und dann lange in Auftaubecken liegen gelassen. Dann zeigt uns eine Managerin das Warenlager und wir entdecken Erstaunliches. Additive, also chemische Substanzen in riesigen Säcken, reihenweise gestapelt. Phosphate zur chemischen Behandlung von Fisch. Wird damit auch der Fisch für Iglo bearbeitet? Die Filetierungshalle. Hier arbeiten bis zu 400 Personen.
Auf den Hosen der Arbeiter Nummern. Damit solle überwacht werden, wie viel jeder leistet. Jetzt bringt uns die Managerin dahin, wo der Fisch behandelt wird. In diesen Becken wird der Seelachs durch Phosphate vergrößert, nimmt so viel zusätzliches Wasser auf. Machen Sie das auch für Ihre deutschen Kunden? Nein, nicht für unsere deutschen Kunden. Ah, für die nicht. Aber für Polen, Spanien und Russland ist das okay. In der Nebenhalle gibt es noch eine zweite Methode, Fischfilets zu vergrößern. Nach dem Wiedereinfrieren wird hier mit Wasser glasiert. Uns empfiehlt man, den Fisch mit mehr Wasser zu glasieren, als nötig ist. Auch für deutsche Kunden sei das in Ordnung. 8% Glasur sind aber doch genug, oder? Die meisten Kunden nehmen mehr. Für einige glasieren wir nachträglich 20-30% Wasser. Und wir erfahren noch etwas. Pacific Andes hat selbst auch viele Zulieferer. Mit denen gäbe es Probleme. Die Rede ist von Tricksereien. Auf welche Tricks müssen Sie Acht geben? Das sind ähnliche Verfahren wie hier bei uns. Doch manche Zulieferer fügen dem Fisch noch mehr Wasser zu. Wir verlassen die Firma mit vielen Fragen an Iglo. Wie will man garantieren, dass der Fisch aus China nicht zu viel Wasser enthält? Wenn wir zu viel Wasser drin haben, ist das etwas, wo wir natürlich auch darauf achten. Und dass wir sowohl im Ursprung als auch bei Eingang hier sehr genau prüfen, weil uns das in der Fabrik extrem stört. Also das ist etwas, ich kenne die Maßnahmen, die es dort gibt, aber das ist etwas, was wir hier über unsere Kontrollen ausschließen. Und das finden Sie dann auch? Das finde ich mit Sicherheit. Und das ist schon passiert, oder? Mal nachdenken. Eigentlich im Sinne von zugesetztem Fremdwasser, vorsätzlich zugesetztem Fremdwasser nicht. Dabei beantragte Iglo-Tochter Frozen Fish für Qualitätsverbesserungen in China sogar Fördergelder beim Entwicklungshilfeministerium. Bis Ende 2013 flossen fast 200.000 Euro. Erzielte Ergebnisse? Pacific Andes als Marktführer der chinesischen Fischindustrie war nicht gewillt, ein Qualitätsmanagement abseits ihrer eigenen Standards zu akzeptieren. Warum kauft Iglo dort weiter? Grundsätzlich sind die Lieferanten, die hier eine Lieferzulassung haben, qualitätsfähig. Iglo sagt, man habe alles im Griff. Doch was wissen die Leute überhaupt vom doppelten Einfrieren? Nee, dann geht er erstmal von hier dahin. Ja. Das ist China. Ach guck, ach du lieber Himmel. Ich zeig Ihnen mal was. Das da passiert in China. Da kommen die in so eine komische Brühe. Der sieht überhaupt noch nicht eingefroren aus. Der ist wieder aufgetaut. Der ist wieder aufgetaut, okay. Also ist eingefroren auf ein Schiff und wird dann wieder aufgetaut. Ekelhaft eigentlich. Also da hat man keine Lust auf Fisch zu essen. Was soll man denn dazu sagen? Grauenvoll. Zulieferer und eine Praxis, die man Iglo und Froster nicht zugetraut hat. Unser Checkurteil, die Fischherkunft bei Iglo und Froster ist intransparent. Schön praktisch und den Kindern schmeckt's. So kennt man Tiefkühlessen. Und so haben wir Iglo und Froster gesehen. Teurer als die Discounter, aber günstiger als frisch gekocht. Tiefkühl schmeckt anders als frisch. Und bei so manchem Tiefkühlgemüse weniger Vitamine als erwartet. Die Umwelt schonen, das wird versprochen. Aber der Fischfang fordert seine Opfer. Und woher der Fisch wirklich kommt, verraten die Marken ihren Kunden lieber nicht.